Okay. Servus und hallo zu Fußballmanager 13. Der VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt und der liebe Danceman ist auch wieder mit von der Partie. Darf Hallöchen wiederum zusammen. Was habe ich? die, du darfst wiederum die Dusche putzen. Wir Na, wollen lecker. später dann reinkommen. Ja, besser, wie wenn sie gerade am Duschen sind und ich währenddessen die Dusche putzen muss. Das wäre mir noch So unangenehmer. ähnlich was gedacht. Ja, schon klar. Ja, Eintracht Frankfurt hat seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen, stand da gerade fälschlicherweise 2 Spiele. Aber hey, nichts, was wir nicht, wofür wir nicht sorgen könnten. Das ist schon ein Zukunftsblick. Diesmal ist es wieder Bundesliga, also kein DFB-Pokal. Und auch es kommt erst das nächste Mal. Champions League. Nur Liga. Es ist nur erste Bundesliga. Bäh. Wie Wie uncool. langweilig. Aber echt. Und das ist wieder unser erstes Spiel, das wir spielen. Nach einer kurzen Aufnahmepause. Die war wirklich Ja. kurz im Vergleich zu den Zu der letzten. davor, ja. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wir sind immer im ersten Spiel so ein bisschen vom Pech verfolgt. Am Abkacken, sag's ruhig. Wo wir nicht viel anders machen, ist es beim ersten Mal immer ein bisschen Eingewöhnungsphase, die sind ein bisschen eingerostet, die Spieler. Haben schon seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Ja. Haben kein Training gehabt. Ja. Nur am Saufen und Feiern. Echt. Ja, einmal den Computer nicht an oder mit was anderem an und schon machen sie, was sie wollen. Echt? Wo bleibt die Moral? Wo bleibt Und die Sitte? schon läuft es dementsprechend super mit dem Freistoß auch gerade eben. Der war mal nicht direkt, aber da wünscht man sich Direkt. dann doch, dass der direkt wäre. Doch, er war direkt ins Aus. Ja. Hat er schön direkt ins Direkt Aus. verkackt. Ja, Isco ist jetzt relativ aktuell gerade zu Real gewechselt. Bis ich das hochgeladen habe. In real, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Yeah! Rodriguez. Jay! Na, war doch gut, dass wir den nochmal aufgestellt haben, nochmal eine Chance gegeben haben. Ja, der ist, glaube ich, auch wieder so einer, der immer so ein Spiel braucht, bis er dann warm läuft. Das ist in dem Spiel frustrierend, aber dann zahlt er sich aus. Ja gut, wenn man das geschickt abwechselt mit einem, den man dann immer schön im Wechsel bringt. Einer, der schon sein zweites Spiel macht und einer, der sein erstes Spiel macht, dann trifft immer einer. Das wäre ja Hoffentlich, dann ja. prinzipiell. Ja, ich stelle gerade fest, das sind relativ viele bei Frankfurt ehemalige Stuttgarter in Real oder in unserem Let's Play. Also Kasri, Maritza ist ja auch ein ehemaliger. Yeah! Gebhardt. Also von dem her. Tivo. Könnt jetzt sagen, Zweitelf gegen Erstelf. Und alle laufen sie Rodriguez nach. Schön. Und Dumbia wieder schön am Vorbereiten. Das kann er. Der kriegt auch einen Titel dafür. Ja. Vorbereiter der Saison. Bester Stürmer als Vorbereiter. Klingt doch Yeah. gut. Ich weiß nicht, ob das ein Stürmer unbedingt hören möchte. Du wirst super vorbereitet diese Saison. Naja. Naja, ja. Könnte schlechter sein, aber im Prinzip, da wäre er, glaube ich, lieber Mittelfeldspieler. Dem Titel, oder? Weil als Stürmer, wir wirst ja eigentlich an Toren gemessen. Und wenn du dann so hast, ja, du hast die meisten Vorlagen. Ja, Ja, danke. weil Rooney zum Beispiel, der kann ja auch alles spielen. Der schießt Tore, der bereitet vor. Aber der schießt Und wenigstens welche selber. ja. Das ist bei Dumbia, kommt das noch ein bisschen zu kurz. Stimmt. Der steht zwar vorne, aber bereitet vor. Aber für einen Trainer ist es eigentlich ganz okay. Also ich will ihn da gar nicht allzu groß kritisieren. Nö, ich glaube, es ist eher so eine Vielleicht richtig. verkackt das dann, wenn er selber probiert. Ich glaube, es ist eher Selbstkritik in dem Sinn, dass er gerne wahrscheinlich einfach Ja, mehr klar. Tore machen Ja. würde als vorbereiten. Aber ja. Ich bin Stürmer. Und wie viele Tore hast du schon geschossen? Ja. Zwei. Wie viel ist das Ja. Ligaspiel? Heute toller 33. Einkauf.
Wenn man die Statistiken, wie viel er vorgelegt hat, dann schon. Da hat er schon was vorgelegt. Hat er schon, hat er, haben wir schon was zum Vorlegen? Von der Statistik, also irgendwelche Blätter und so. Gut. Bin ich froh, dass es klappt, wenn wir Blödsinn reden und wir zumindest führen. Zumindest, ja. Ja, wo du bei Isco gerade warst. Ja. Der ist. So ist er hier? Zu Real gewechselt. Für wie viel? 17 Mille oder so? Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe nur die Nachricht in so einem Ticker gesehen. Isco, U21 Spanier, Isco wechselt nach Real. Ja. Aber. Ein anderer Spanier, der Dolofol, soll ja zu Newcastle kommen. Nur auf Laie. Damit sie ihn für Barcelona groß machen können, die Newcastle. Wahrscheinlich. Selbe Problem wie bei Stuttgart, wenn sie einen Leitner ausleihen. Heißt doch schon Leitner. Ein Leitner. Ja. Ja. Ach ja, da ist sie zu, die Trapp. Ja. Trap. Ja. Die Falle. Naja. Der Trapper tripp, tripp der Indianer, um es mit Autos Worten zu reden. Ich sehe schon die ganzen Fragezeichen von denen, die noch gucken, von den zwei. Otto, wer ist das? Hä? Trapp, trapp der wer? Trapp, trapp der wo? Trapp, trapp der Trapper Toni. Ja. Muss er trinken wie Flaschen leer. Ach ja. Ja, aber Spiel dümpelt so ein bisschen vor sich hin seit dem 2-0, oder? Habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt. Mein gut, für uns eigentlich, weil solange auf dem Spielfeld überhaupt nichts passiert, heißt es auch, Frankfurt hat keinen Angriff in dem Fall. Ja, hey! Darf er gerne Stuttgart auch wieder so machen. Ich betone das immer wieder. Witzigerweise, Ballbesitz haben wir weniger, aber wir führen 2-0. Können wir jetzt sagen, wir sind einfach clever. Ja, wir verwalten das perfekt. Ja, Kasri, aber der gefällt mir gut mit der Ballbeherrschung. Hat zwei super angenommen und jetzt auch schön weitergeleitet. Ja. Dank Ulreich steht es hier nicht 2-1. Aber gut, dass sie Tante Maritza haben, der trifft da gerade nicht nix. Der dann Ulreich, naja, angeschossen will ich jetzt auch nicht sagen, aber zumindest es Ulreich leicht macht. Ja. Weil er einfach ein guter ist. Dumbia? Okay, Halbzeit. Ja, 2-0. Wir können zufrieden sein, würde ich sagen. Jay hat zweimal getroffen. Das ist nett. Das würde er bestimmt gerne. Das ist nett. Es geht natürlich noch besser. Das muss zwangsläufig kommen, wenn man sagt, das ist nett. Ja, 3 bis 4 kann er schon noch machen. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ned Flanders, ja. Zum Beispiel. Gut. Ja, De Vries hat Panik, das ist ja auch super. Was machen wir mit dem Loben? Motivieren? Motivieren würde ich mal. Na gut, hat bei allen anderen Selbstvertrauen. Hey, nur bei ihm. Naja. Jetzt habe ich gelesen, ich kann es besser als sie. Ich kann das besser als ich. Was? Ach, immer diese gespaltenen Persönlichkeiten. Unter Fußballern. Ja. Angefangen bei Paul Gascoigne. Ja, okay. Wer den noch kennt, wer nicht, einfach mal googeln. Es gibt nette Videos von dem auf YouTube, glaube ich. Böse Videos vor allem. Ja, auch ziemlich abgerutscht. Gab es, glaube ich, eine Spendenaktion dieses Jahr für ihn. Echt? Ja, Rodriguez hat fast dran gebaut an meiner, naja, Kritik war es eigentlich nicht. Oder wenn dann auf sehr, sehr hohem Niveau. Sousa. Ja, er spielt schon zum zweiten Mal Kasri in die Beine. Aber er steht zumindest hinten eigentlich ganz gut, Sousa. Ja.
defensiven Stellungsspiel ist er, also um Bälle abzufangen, ganz gut. Und dass Kasri ein guter ist, habe ich ja schon immer gesagt. Er hat es bei uns noch nicht wirklich zeigen können. Ich fand schon. Da werden wir wohl immer eine andere Einstellung haben. Naja, oder sag mal so, nur bedingt. Nicht so, wie wir es erhofft hatten, vielleicht. Wie wir es erhofft hatten? Ja. Eure Majestät. Ich meinte da schon unsere beiden Erwartungen zusammengeschmissen. 90% von dir, 10% von mir. Ich fand ihn gut. Ja, der hat sich nach wie vor trotzdem halt nicht ganz so entwickelt. Rodriguez. Von den Werten her halt auch nicht. Ja, jetzt auch mit der 71 noch nicht so entwickelt. Oder 73 in dem Fall. Aber ja, scheint trotzdem gut zu sein. Außerdem, wie gesagt, wir haben auch Leute gehen lassen, die wir sonst hätten wahrscheinlich nicht gehen lassen, einfach keinen Platz hatten. Mal kein Geld, dann wiederum keinen Platz, dann wiederum. Ja. Das Stadion war schon ausverkauft, wir hatten keine Karten mehr. Muss da halt einer gehen. Ja. So kann es halt mal gehen. Ja, das mit dem Geld war hauptsächlich das Problem, glaube ich. Ja. Das war, aber Kasri war doch vor dem Geld, glaube ich. Aber da habe ich schon geahnt. Ja, genau. Deswegen haben wir dann auch so viel uminvestiert. Stell dir mal vor, wir hätten Kasri damals auch noch gehabt. Ja. Außerdem die wir jetzt haben, sind ja jetzt doch auch nicht schlechter als Kasri. Nee. Von den Werten her eigentlich tendenziell sogar doch durchaus, ja. Maritza. Die Tante. Hat er doch mal getroffen. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torschuss. Naja, jetzt ist halt Zeit für Doumbia. Beziehungsweise wäre Zeit mal zu wechseln eigentlich, oder? Stimmt, 66. Minute. Neymar, dass er sich ein bisschen einspielen kann für Juvi. Yugi. Für Yogi. Für Yu-Gi-Oh. Genau. Neymar. Statt Götze oder Isco? Ja, Götze ist ja eh nicht dabei in der Champions League. Von dem her wäre das vielleicht schon mal so ein Test. Okay. Über Offensiv kam eigentlich nichts, oder? De Bruyne hat man irgendwie nie gesehen. Nee. Mal. Traurig. Ja, und Flip oder? Ja, Flip. Flips klingt gut. Gegen? Na, entweder wir geben Rodriguez Standing Ovations oder Doumbia raus, um noch ein bisschen Schwung zu kriegen. Ja, da würde ich sagen Standing Ovations mit einer 2-5. Ist dann immer der Abendmoment, wenn dann alle aufstehen und der Doppeltorschütze rausgeht. Vielleicht sind dann so Stürmer auch, wenn die getroffen haben, dass sie dann irgendwo sagen, oh, jetzt habe ich meinen Soll erfüllt. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern nicht das so realistisch bei EA abgelichtet ist. Nicht so der Flip. Ja, richtig. Wenn der mal loslegt, dann mit 2-3 oder so, macht der im Normalfall dann immer. Der mag immer einen Flip-Trick schaffen. Ja, Flip-Trick, genau. Ja, diese Querflanken mag ich nicht. Nee. Vor allem nicht in den Strafraum. Sieht super aus, alle mit dem Pfeilchen. Ja, jetzt könnten sie den Ball aber auch mal rausspielen, finde ich. Weil für 5 Minuten lohnt es sich dann auch nicht mehr, sich einzuspielen. Schön der Ball abgenommen von Sousa. Ja, das mit dem Weiterverarbeiten müssen wir noch üben. Ja. Weil der jetzt, das war jetzt okay. Das ist an sich kein Problem, das Weiterverarbeiten dann eher die Sache. Ja. Doumbia. Ja, das war abzusehen. Ja. Ja, vielleicht hat er auch langsam keine Frische mehr. Ja. Oder nicht mehr ausreichend im Vergleich. Ich würde den Wechsel nicht nochmal ändern, weil sonst... Ja, mal wieder das Problem. Rodriguez, schade. Der Note 255. Was wir schon mal bei Hoffmann hatten. Sehr uncool, ja. Außerdem sind es ja eh nur noch 10 Minuten, bis der Wechsel kommt, von dem her.
Ja, gut, Dumbia hat schon. Kann ich es hier noch rückgängig machen eigentlich? Nee. Nee, kannst du gar nicht mehr, von dem her Vielleicht haben ist sie das die. sogar gefixt. Haben sie unser Let's Play gesehen und. Oh, bevor nochmal Da haben so. wir einen Bug gemacht, boah. Bevor nochmal so. Ja, weil sie das ja bestimmt so machen würden. Wir haben da einen Bug. Einen. Ja. Da ist ja fast nur einer da dann. Baut noch ein paar ein. Da machen wir Wir DLC müssen ja draus, noch was komm. verkaufen. Da machen wir DLC draus, komm. Bug-DLC. Anti-Bug-DLC. Ja, das Ja, das möchte ich ist dann sehen. der FM14. Also zum Teil. Hey, es kann gewechselt werden. Wahnsinn. Ja. 9 Minuten vor dem Ende. Chris Wood kommt Chris rein. Wood, ja. Hey. Da geben sich die ehemaligen Stuttgarter die Klinke in die Hand. Ja, wirklich. Er macht jetzt das Eigentor, Chris Wood. Ach so, anderen. Blöd. Er leckt Das ihn rein. ist ja doof. Ja. Das ist ja doof. Andere Richtung. Überhaupt nicht irgendwie klischeehaft mal wieder. Nein. Wie immer bei Chris Wood. Völlig klischeefrei. Was? Ich will gar nicht welche Mensch. Was heißt Zunge reinnehmen? Die Zunge ist da drin. Ja, alles klar. ja. Woodstock mal anders. Faul. Sag ich jetzt einfach mal faul. Also, Fabel. Faul. Er läuft Wo noch ein ist Wood? bisschen an. Wo ist Wood eigentlich? Mit 65, na, was haben die mit dem gemacht? Oder? Ich bin Zungeball verboten. Bei 65 ist. Also, so haben wir den nicht abgegeben. Nee. Da hätten wir An nichts der mehr bekommen Pforte. für ihn. An der Pforte bei Eintracht An Frankfurt der haben wir ihn Rampe. so. So ist er nicht bei uns vom LKW So gefallen. wäre vom LKW gefallen. Genau. Und Zunge gebrochen, ja, schon klar. Letzte Chance. Okay, Freistoß gibt's nochmal. Isco direkt wahrscheinlich. Rot, komm. Ja, gelb-rot zumindest. Hatte der schon gelb? Ist mir gar nicht Nee, mir aufgefallen. auch nicht. Wäre die Sache nicht mehr eingeblendet, die Karten? Weil beim letzten Spiel hat es mich auch schon gewundert, dass ein paar Spieler Geld bekommen haben, das nicht eingeblendet war. Keine Ahnung. Dumbia? Schade. Ach, der Vorbereiter. Ja, das Schießen kann er nicht. Das ist nicht sein Ding. Nee. Er ist nicht so der Stürmer. Nicht so Ja. der Shooter. Nicht so der Stürmer. Der Shooter King. Jo. Zumindest gesiegt. Den zu Null Prämie sparen wir uns, auch wenn wir eh keine Spieler mehr haben, die das drinnen haben. Gut, Ulreich. Stimmt. Ja, also wenn Badland spielt, können wir gerne zu Null spielen, aber wenn Ulreich spielt, dann. Ja. Ja, ich blöd, aber gut. Ja, und wie gesagt, das sind ja nette Ergebnisse, die knappen. Gruß an Kenny Ulreich an der Stelle. Genau. Hört er bestimmt gern. Können wir ihm im Skype auch kurz schreiben? Jo, das heißt, Ich wir habe jetzt bleiben gar nicht zumindest weiter geguckt, oben. was die, wie es mit den anderen Ergebnissen aussah. Wir sollten aber. Oh, Bayern hat verloren. Ne, unentschieden Nee. gespielt. Doch. Unentschieden? Die sind, Dortmund ist jetzt Naja, Zweiter. richtig. Aber wir haben 4 Punkte Abstand. Ja. Das heißt, sollten wir, selbst wenn wir verlieren, haben wir immer noch einen Punkt mehr. Also ein Spiel zumindest mal gut noch. Ja. Gutschein für ein Spiel. Wenn wir Aber verlieren. auch unsere Tordifferenz kann sich im Vergleich zu den anderen eigentlich sehr gut sehen lassen. Wie schaut es denn aus, wenn jetzt Bremen? Inwieweit können die uns noch gefährlich werden? Wir Du haben kannst ja mal die vier nächsten, Spieler, glaube ich, noch. kannst ja die nächsten Spiele da oben anzeigen lassen. Wenn du nach rechts gehst, dann siehst du, wer gegen wen spielt. Dabei Spieltag, genau. Also wir spielen in St. Pauli beim Tabellenletzten. Das ist super.
Also 0 zu 1 also aus vier unserer Spiele, Sicht. Glaube ich, haben wir noch, oder? Jetzt ist ja, bis 34, genau. Bremen spielt gegen Hamburg. Okay, das ist definitiv weiter oben als St. Pauli. München gegen Köln, also auch gegen Keller. Das ist alles oberhalb von St. Pauli. Ja. Und Dortmund spielt gegen 96, also auch nicht so leicht. Also Bremen und Dortmund haben schwierigere Spiele und naja, also wir. Ich bin gerade so am Gucken, wir haben noch vier Spiele und wenn Bremen alle vier gewinnt, haben sie 62 Punkte, oder? Nee, Blödsinn. 68. 68. Mhm. Okay, das heißt, wir haben den schon ziemlich fix, den dritten Platz. Dritter Platz ist eigentlich fixiert. Also wenn wir jetzt noch eine Unentschieden machen, quasi. Mhm, genau. Und Bremen alle vier gewinnt. Aber der Champions League ist eh schon sicher. Zumindest die Quali. Weil die ist 3 und 4. Ja. Und Fünfter können wir schon gar nicht mehr werden. Och, egal, weil das unsere letzte Saison ist. Ja, aber mal so, das ist doch zumindest schon mal was, womit man... Womit wir den Verein abgeben können. Ja, wobei... Ah, Champions League, machen wir es draus. Wenn wir jetzt noch vier Spiele haben und vier Punkte Vorsprung, das wäre natürlich schon toll, wenn wir das auch halten könnten. Was wir natürlich auch machen könnten, was mir gerade so einfällt, natürlich nicht abgesprochen mit Danceman. Ich könnte den Spielstand an irgendeinen Interessierten von euch weiterleiten. Ja, das können wir natürlich machen. Also das würde gehen. Also sollte sich da jemand Lust haben, hier weiterzuspielen, möglich wäre das schon. Mhm. Lässt sich auch relativ problemlos einlesen. Das Einzige, was man nicht sammeln kann, sind dann eben diese Aktionspunkte. Weil das eben unter dann dem Manager weiterläuft. Achso, diese Achievement Points da. Die genau, aber die sind irgendwann mal eh sinnlos. Ja, irgendwann weiß ich nicht mehr, was man sich kaufen soll, weil man eh schon alles hat. Ja, von dem her. Also wäre eine Idee, wenn ihr das wollt, wenn da einer sagt, ja, ich möchte mit dem VfB Stuttgart, wie ihr ihn habt, weiterspielen. Gibt halt nur zu bedenken, dass einige Verträge auslaufen und einige im nächsten Jahr Kapitän werden wollen. Die werden ein bisschen stinkig sein, weil alle gleichzeitig Kapitän. Also ich nenne jetzt mal so, es so wird viele definitiv Mützen haben wir nicht. Es wird definitiv eine Herausforderung. Ja. Aber wer darauf steht oder das gerne machen möchte, feel free. Genau. Ja, was gibt's sonst zu sagen? De Vries hat was gesagt. Was hat er denn gesagt? Auch wenn uns die Niederlage aus dem letzten Spiel noch nachhing, haben wir heute verdient gewonnen. Oft ist es so, dass man in schwierigen Situationen besser ist als gedacht. Boah, so Fußballerweisheiten. Wir sind sehr konzentriert, kompakt und aggressiv an die Sache gegangen. War der alles überhaupt dabei, der De Vries? Ja, der hat gespielt. Und okay. Bei ihm muss man auch eher sagen, er hört sich dann auch wieder hier, super, ganz toll. So hat es sich bei ihm eher angehört. Aber das kann er natürlich so nicht schreiben. Sheffield United. Schau mal einer an. Möchte Marvin Ducksch verpflichten. Hm. Pierre de Witt. Okay, wo sind die denn hin? Sind die immer noch in der dritten Liga oder sind die... Bei Sheffield war in der zweiten. Ne? Dann sind sie wohl abgestiegen. Empower Championship. Nee, warte, Empower ist die zweite. Empower ist, glaube ich, die zweite, oder? Das ist die zweite, danach kommt mal die Premier League. Statuspräsidium, wahnsinnig. Schön. Liest mal. Yay! Ich hoffe, der gibt's Coin, ja? Wahnsinn, das ist Sheffield! Wer hat diesem Gascoigne auch diesen Präsidentenjob verschafft? Sowas macht man doch nicht. Auch wenn man wieder aufbauen möchte. Nimmt man einfach die Drogen weg. Ja, das ist mal der Schritt 1. Ja. Wenn es so ein Amt gibt, dann hat er die Drogen ganz schnell wieder bei sich. Was, Newcastle ist interessiert? Woran? An unserem Trainer oder was? Nee, an unserem, an dem, den wir... Das hättest du wohl gerne, oder? ...gesputet haben. Das Newcastle? Ja, das wir jetzt. Okay, ich mach's. Gut. Ja, unbedingt wollt's. Ausnahmsweise. Kann mir jemand erklären, wie das mit dem Training so läuft? Aber prinzipiell, ich mach's. Ja.
Aber ich glaub, nur, wenn wir andere Trikots kriegen. Ich habe genau eine Voraussetzung. Sag mal zwei. Die erste ist, es müssen neue Trikots her, sonst setze ich keinen Fuß da rein. Und zweitens, wie funktioniert das mit dem Training nochmal genau? Also, kann mir das jemand erklären? Also jeder, der das neue Trikot schon gesehen hat von Newcastle für die Saison 2013-2014, der weiß, was ich meine. Es ist schrecklich grauenvoll. Neuen Blues. Wie kann man sowas? Ja, habe ich gar nicht den Blues bei sowas. I got the blues. Ja, okay. Da springt mir die Bluse auf bei sowas. Das ist echt übel. Habe ich wieder Bilder im Kopf. Weil ich weiß ja, wie deine Füße aussehen. Das ist proportional, weißt du? Das ist. Nee. Da springt mir meine rosa Bluse auf. Ja, jetzt habe ich den Dezember komplett. Jetzt mache ich mir Sorgen. Check. Ernsthaft. Okay. Wie dem auch sei, wir werden nach Juve reisen. Nach Juventus ist gar nicht mal so weit, muss ich sagen. Ist ja eher im Norditalien. Ja, so schön sein dort. Also von dir ist es eigentlich noch näher als von Stuttgart aus. Haha, aber ich bin schneller da. Ja, kannst ja schon mal die Dusche sauber machen. Jo, aufgestellt haben wir jetzt aber auch schon, wenn ich es richtig mitverfolgt habe. Mhm. Weil alle raus, die nicht spielen dürfen. Ja, die Frage ist nur, ob wir King wirklich auf die Bank haben. Kann auch nicht spielen. Aber was? Ob wir King wirklich auf die Bank haben wollen gegen Juve. Auf die Bank haben wollen? Die Frage ist, wen wollen wir sonst auf die Bank haben? Auf die Bank? Den Dezeman? Al-Sahawi oder unser Zweitligatypen, Zweitmannschaft. Ja, der ist sicher besser als King. Nicht. Würde ich jetzt mal, also Al-Sahawi, so weit weg ist er nicht von ihm. Kann man machen? Muss man nicht? Nee, weil jetzt oder nur... Puma hochholen. Haben wir gar niemand anders mehr? Benjamin Metzger alternativ? Ich habe das so im Kopf, dass wir ziemlich viele verkauft haben. Ach, wenn wir jetzt noch einen Kasri hätten. Wohlgemerkt, Kasri ist auch schlechter als King, nur... Kommt das nochmal oder zumindest näher? Zumindest nicht besser. Ja. Warte mal, Dolofol. Einer von beiden konnte gar nicht rechts, mal, der andere eher schlecht. Wo ist denn Dolofol? Der ist schon aufgestellt? Nee, wo ist denn Dolofol? Da. Auf der Bank. Da hat er sich versteckt. Mensch! Du Kleiner! Der kann rechts. Du. Ja. Er kann auf jeden Fall besser rechts als Neymar, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Da kann ich wahrscheinlich besser rechts als Neymar. Nee. Nee. Nein. Das Hobby-Fußballertum reicht ja doch nicht ganz. Wir könnten auch Mitchell hochholen. Der Mitchell! Dass er wenigstens einmal ein Erstligaspiel machen, ein Champions-League-Spiel machen darf. Auf der rechten Position. Ja, aber schlecht ist er prinzipiell nicht. Nee. Die langen Pässe sind halt... Probieren wir mal. Die langen Pässe sind was so ein was haben wir zu verlieren? Das Spiel? Die Champions League, unsere Würde, unsere Ziele. Na, hol mal hoch. Oh, was soll schon passieren? Kommt ja eh erstmal auf die Bank. Von Beginn an wäre es auch so, ein bisschen heftig. So. Alles klar. Schade. Oder halt doch Benjamin Metzger. Benjamin Blümchen. Wer haben wir denn sonst noch? Einen Metzger? Was kann denn der Boulder noch spielen? Der Boulder, der kann alles spielen. Einfach mal aufstellen. So die Frage wie? Ja, Metzger links. Ja. Yeah. Aber auch nur, weil wir sonst niemanden haben. Yeah. Qualität. Ja, setz mal einfach einen Kieran Clark in die zweite Mannschaft. Sieht er bestimmt total gern. Aushilfsweise und so. Yeah. Ich glaube, ja. Ignowski noch in die Startelf oder
sollen wir mit Stoller weiterspielen. Dann haben wir halt den vierten Wechsel. Gut, dann nicht. Dann können wir vielleicht im Spiel, wenn wir merken, oh Gott, da läuft, die rennen uns die rechte Angriffsseite und linke Abwehrseite ein. Mhm. Genau. Gut, dann würde ich sagen, was das sehen, wieder uns, mal? Sehen wir uns in Juventus wieder. Natürlich in Turin. Mhm. Und ja, bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Ciao. Ciao. Der sieht doch geil aus. Ich warte auf euch. Hombres. Wir kommen.